Hallo Leute, liebe Zuschauer. Es ist immer wieder wunderschön und interessant, mit dem Naturprodukt Holz zu arbeiten. So wollte ich ja auch jetzt euch zeigen, wie ich Holzscheiben säge. Es wird kein Weihnachts- oder kein Ostermotiv, sondern ein herzliches Motiv. Wie bereitet man die vor? Man kann sich sie zusägen lassen. Und dann selber trocknen, indem man die Rinde immer schön wässert, jeden Tag. Oder man kann natürlich auch die Sägeflächen einwachsen. Allerdings muss man dann wieder gucken, wie man die dann sauber kriegt und glatt schleift und so weiter. Die hier habe ich einfach so trocknen lassen, die hat jetzt einen Riss. Für mich ist das kein Problem, weil ich sowieso die in zwei Hälften sägen muss. Und so weiß ich aber, dass die auch gut getrocknet ist. Natürlich ist es problematisch, wenn dann irgendwo zwei Risse entstehen oder Zwischenrisse und so weiter. Das kann man dementsprechend alles bessern und eine bessere Trocknung hinkriegen. So, das war's erstmal. Seid schlau und bleibt neugierig. Sobald die Baumscheiben getrocknet sind, kann man die weiter verarbeiten. Das heißt, in meinem Fall einmal durchsägen. Was passiert, wenn die nicht getrocknet sind? Beim filigranen Aussägen des Motivs wird das Holz sich danach noch verziehen. Und das mag bestimmt keiner haben. Insoweit das Auftrennen in zwei Hälften einer solchen Baumscheibe kann mit passender Vorrichtung an der Tischkreissäge geschehen, an der Bandsäge oder natürlich auch an der Dekupiersäge. Und weil wir ja nur einen ganz geraden Schnitt ziehen müssen, durchsägen müssen, würde ich jetzt mal ein grobes Laubsägeblatt empfehlen. Ausnahmsweise ein grobes. Dazu gibt es diese marqueterieähnlichen Blätter in der Größe von 11 bis 16. Ich habe jetzt hier eins der Größe 14. Und wie gut es klappt, können wir jetzt gleich sehen. Also, seid schlau und bleibt neugierig. Zwei signifikante Merkmale haben diese Laubsägeblätter. Durch ihre Grobheit sind sie richtig robust und sie sind tatsächlich auch preiswert. Man kann hier den Größenunterschied zwischen den beiden Laubsägeblättern erkennen und der ist recht enorm, wie ihr merken könnt. Ich hoffe, ich habe unten genug eingespannt. Ich habe jetzt nicht geguckt. Aber so dürfte es in etwa gut sein. So, jetzt nochmal eine Hilfslinie ziehen. Jetzt habe ich zwei gezogen, damit ich auch einen zweiten setzen kann. Also auf los geht's los. Staubsauger an. Ich brauche nicht großartig zu drücken, ja. Nicht runterdrücken. So. Das ist nun der Schnitt hier. Versuche mal zu zeigen, ob wie er aufliegt. Ja. Hier hatte ich ja noch nicht von Anfang gesägt, also säge ich hier noch kurz was weg. So.
So. Und die Warnscheibe steht. Und da dieser jetzt geschliffen ist, könnte ich direkt auch das Motiv aufbringen. Nachdem die halbe Holzscheibe jetzt geschliffen ist und auch gut getrocknet, wie schon erwähnt, können wir die Laubsägevorlage applizieren. Diese hier habe ich für eine größere Holzscheibe vorbereitet gehabt. Und hierfür müssen wir sie jetzt passend machen. Das heißt, das Rentier, welches ich 2018 entworfen hatte als 3D-Rentier, schneide ich aus, ebenso die Tannen. Und dann applizieren wir sie alle so, wie es passt. Eigentlich hätte ich auch diese von hier oben nehmen können. Aber das könnt ihr dann mal, wenn ihr diese Vorlage bestellt. Selber kann ich das folgendermaßen machen. So. Hier abschneiden. Dann wissen wir auch den Rand. Dann können wir das Ganze ein bisschen näher packen. Okay, mal schauen, was draus wird. Also hier möchte ich noch einen gewissen Abstand halten, damit das Ganze sich nicht zu filigran wird. Das muss ja noch was halten. Und vermutlich werde ich nur einen Baum ansetzen dahin. Machen wir es mit nur einem Baum, ja? So könnte es aussehen. Das grobe Laubsägeblatt hier, welches ein Marqueterie-Sägeblatt sein könnte, von der Dimension her, das nehme ich jetzt raus und ich würde ein Laubsägeblatt ohne Gegenzähne empfehlen hier, genauso wie das war auch ohne Gegenzähne hier und ich würde ein Laubsägeblatt der Größe 5 bei dieser Holzstärke euch raten. Allerdings, das Laubsägeblatt, was ich jetzt hier habe, beziehungsweise was ich hier hoffe, dass ich es gleich lösen kann, ja. Dieses Laubsägeblatt ist eins der Größe 2. Quasi, ich bin neugierig, was ich damit machen kann. Eins der Größe 2 und das verlinke ich auch unten hin. So, ich habe jetzt geprüft, in welche Richtung die Zähne zeigen. Und ich habe hier unten ja meine eigene Staubabsaugung, das heißt, unten dauert es einen Hauch länger manchmal zum Einspannen, weil ich dann noch besser fühlen muss. So. Ja, genau. Und das Einspannen geht ja folgendermaßen hier mit dem und dann passt es. Okay. Auf einen guten Sitz achten. Das hätte ich jetzt anders machen können, aber ist nicht schlimm. Ich schaue jetzt mal. Es passt bestimmt. Staubsauger an. Und ich habe ein Laubsägeblatt der Größe 2. Das heißt, es dauert ein bisschen länger. Oder auch nicht. Thank you.
So, der Hirsch ist gar nicht gehoppelt jetzt. Es gab keine Tischvibrationen. Und dadurch, dass aber die Holzplatte quasi nicht plan ausgeschliffen wurde, kann es natürlich auch sein, dass es bei dem feinen Schnitt ein bisschen hakt, das rausziehen. Aber man sieht da, in dieser einen Richtung klappt es sehr gut. Und ein sehr sauberer Schnitt. Jetzt muss ich ein bisschen fokussieren. Ja. Und da wir ja mit der Maserung gesägt haben, parallel mit der Maserung, haben wir auch keine Ausrisse. Und deswegen benötigen wir auch keine Gegenzähne hier. So. Das wäre einmal. Ja, jetzt ist die sowas von. Okay, ja. Anhand der Maserung können wir immer noch erkennen, wie es eingesetzt wird. Jetzt folgt das Rentier. So, jetzt kommt der große Augenblick. Ich müsste mal schauen, inwieweit welche Größe das hätte. Moment, also welche Größe, nicht welche Größe, sondern welche Holzstärke. Ich wurde angefragt von Lisa, welches Laubsägeblatt ich denn für Leimholzbuche nehmen würde. 18 mm Leimholzbuche. Und das wäre ja auch mal testen, aber hier hatten wir diese gesehenen fast 28 mm. 27,5 kann man sagen. Und ein Zweier Laubsägeblatt. Und das ist genial geworden. So, fast wieder rein. Und auf der anderen Seite auch natürlich raus. Das i-Tüpfelchen, was ich sagen wollte, ist folgendes, dass möglicherweise das hier reinpasst. Möglicherweise. Natürlich habe ich mit feinem Laubsägeblatt gesägt und möglicherweise hat das hier sich noch verzogen, aber eigentlich so war es gedacht, dass ich das hier so halb reinstecke. Das passt leider nicht, weil da bei dem Fuß habe ich irgendetwas. Das kann ich jetzt mal wegsägen. Thank you.
Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es auf Anhieb passt. Das wäre dann ein richtiger Wow-Moment. Aber Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung. Und ich sehe noch, hier habe ich noch ein bisschen was zu viel gelassen. Dieses kleine 3D-Rentier, welches ich ja letztens als i-Tüpfelchen für ein weiteres Projekt bezeichnet hatte, passt einigermaßen hier rein, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Es soll nur so halb rausgucken. Ja. Und dazu wird auch noch die Tanne ein bisschen abgeändert. Und dann denke ich mal, kann sich das Ganze sehen lassen. Wie findet ihr es denn eigentlich? Interessant? Ja, also ich säge hier noch ein bisschen was rum und dann schauen wir weiter. Um dem Ganzen auch noch ein bisschen eine andere Form zu geben, fasse ich die Kanten hier ein bisschen an. Das Ganze kann auch angeschliffen werden. Ich wollte aber mal schauen, ob ich damit auch zurechtkomme mit der Dekupiersäge. Und da jetzt dieses Jahr glatt geschliffen ist, hat es ein anderes Lichtbrechen als dieses Matte hier. Und das könnte auch interessant ausschauen. So. So sieht's aus. Natürlich, dieses Rentier ist aus Buche, das ganze andere ist aus Eiche. Und interessant wäre es jetzt gewesen, wenn ich das hier auch aus Buche gesägt hätte. Und das werde ich wahrscheinlich demnächst mal machen. Also, das primäre Motiv dieser Baumscheibe ist recht gut gelungen. Wir haben ein einfaches Motiv mit einem Rentier und einem Elch. Das i-Tüpfelchen mit diesem 3D-Rentier ist eigentlich auch gut gelungen. Allerdings passt jetzt nicht mehr der Tannenbaum dazu. Das wäre jetzt auch interessant, Buchenholz hier zu nehmen für die Tanne. Und das geschieht im nächsten Video. Und ich denke mal, das Ganze kann sich auch so sehen lassen. Und wer die Vorlage haben möchte, den kleinen Obolus ist sie zu haben. Ich verlinke Ihnen die PayPal-Möglichkeit unten in den Text. Und für meine Förderer, die gibt es diese kostenlos per PDF-Datei, während die anderen, die ich noch nicht kenne als meine Kunden oder meine Förderer, die können diese Vorlage per Post erhalten. Soweit. Müssen wir noch gucken. Post, Porto, Vorlage. Ob das euch was wert ist. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.